Level-Ups haben, dass wir dann wieder ins Upgrade-Menü-Schal reinhüpfen. Hätte ich jetzt einmal gesagt. Einfach abwarten, gehen wir rein ins Menü-Schal und dann werden wir eh sehen. Dann werden wir eh so was sehen. Schauen wir, dass wir da ein bisschen farmen gehen. Schauen, dass wir da sich ein bisschen bemühen. Vielleicht sogar noch irgendwelche zusätzlichen Sachen finden. Schauen, dass wir auch sammeln. Geistessenz. Und nicht willkürlich immer irgendein Blödsinn zusammenbasteln. Oder kaufen oder was auch immer. Das wäre auch schon mal relativ wichtig. Aber wenn wir sie. Wenn wir 45.000 brauchen, das ist schon sehr, sehr viel. Das ist dann schon sehr, sehr viel, was wir da brauchen. Und der ist eh wieder motiviert. Er wird eh schon wieder zusammengeschlagen. Ja, gib ihm, Alter, hast du recht, hast du recht. Gib ihm. Gib ihm ruhig, gib ihm ruhig. Der braucht das eh. Der versteht das. Der versteht das eh. Achso, okay. So ein Haberer. Dann haben wir eh schon mal gesehen. Ich mal kurz zu. Das ist jetzt schon wieder für ein paar Wappler. Das wäre jetzt schon wieder für einen Bossfight. Mit dem Windschnitt angehen. Oder mit seinem Kälteschlag. Oh, nein, nimmt's wieder. Oh, nein, nimmt's wieder. Geh weg hier. Super. Da scheißt mir was. Der Wappler. Da scheißt mir wortwörtlich was. Oh. Oh, versteinert sich. Das ist auch nicht schlecht. Versteinerung, das ist super. Packt mal. Hat was. Hat was. Ja, ich muss abwarten. Ich muss definitiv abwarten, bis es dann in eine sehr, sehr geile Richtung geht. Mit dem Stahl. Dass ich dann vielleicht sogar schon einmal die beste Version meiner Waffe raushauen könnte. Bin gespannt. Alter, der macht mir aber schon sehr mehr mit dem Scheißdreck. Irgendwie gefühlt. Opa! Glaubt mir gar nicht, irgendwie. Glaubt mir gar nicht, aber der zerlegt. Der ist ein Zerleger. Der kleine Pfeil. Das ist echt ein Hund. Da nehmen wir mal ein bisschen was. Himmelsbirne immer wichtiger, richtig. Opa! Zeig mir doch, der gibt den Mann von Hund. Der zerlegt wieder für ihn. Vielleicht, glaube ich. Ich das sein kann. Die Reichweite. Immer das Reichweitenproblem. Leider. Leider, 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 leider. Immer die depperte Reichweite. Aber wenn du noch einmal ein paar Mal bekämpft hast, dann ist es eh nicht so dramatisch. Was die schon wieder so tickt und das Ganze. Dann geht's eh. Dann geht's eh. Ich habe immer wieder so das Gefühl, dass ich dann den richtigen Weg gehe und wir dann vielleicht irgendwie was verpassen können. Das taugt mir nicht. Das taugt mir überhaupt nicht. Steppert! Oha, wenn das... Ja! Ja, da ist er definitiv schneller! Aber, Alter, wie er da einfach plötzlich mal die Speed Force am Start. Oha! Das ist geil, das ist sehr, sehr geil. Also, das kann so dermaßen einen Unterschied machen dann. Das kann so dermaßen einen großen Unterschied machen, das ist cool. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. In den Kampf kann das dann quasi helfen, den Kampf so ein bisschen an 180 Grad wenden. Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Schnelligkeit ausnutzen. Zack, tschüss, baba, bam, 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 leck mir am Arsch. Mega. Wichtig. Wichtig und richtig. Aber ich finde das wieder super, dass... Was meiner Meinung nach Kapitel 3 ein bisschen mehr linearer ist. Außer du hast halt natürlich die Auswahl zwischen links und rechts. Das ist. Das mag ich immer. Das finde ich immer leimend. Das taugt mir sehr. Dass man da immer quasi immer wieder so ein bisschen diesen Unterschied hat. Soll ich jetzt rechts gehen? Soll ich jetzt links gehen? Ist es jetzt wichtig? Ist es jetzt nicht wichtig? Bin schon mal mega. Aha! Auch schon wieder ein neuer. Das war ein mega Wandler. Das war mega. Super.
dass man sagt, okay, was, es war Kapitel 2, war keine Ausnahme von der Größe her, sondern dass es vielleicht jedes Kapitel so sein könnte. Das finde ich dann super. Das finde ich dann echt mega. Ich hätte mir schon gedacht gehabt, es kann sein, dass das eine Kapitel wieder ein bisschen größer ist, dann wieder ein bisschen kleiner. Aber na, derweil noch nicht. Also derweil muss ich echt sagen, Kapitel 3, mega. Von der Größe her, alles drum und dran. Super, echt dahin. Das hat er braucht, der Gegner. Das hat er jetzt braucht. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. So, und ich rechne damit, dass das der richtige Weg ist. Ich rechne sehr, sehr stark damit. Passt. Ja, dann schauen wir sich noch den anderen Weg an. Gehen wir ein bisschen, machen wir. Ja, schon ein bisschen was. Ja, das könnte schon passen. Könnte dem schon gefallen. Das könnte dem schon gefallen. Fix. Einfach nur quasi das Saftel nehmen, damit er sich schneller bewegt. Ja, moin. So unnötig. Das ist wirklich so dermaßen unnötig. Naja, aber der hat eh schon ein bisschen ein Saftel braucht. Aber jetzt werden wir dann eh auch sehen, den Unterschied. Bei 35% macht schon ordentlich einen Unterschied zwischen 25. Das kann auch wieder teilweise um Leben und Tod entscheiden. Bei dem ein oder anderen Moment. Finde ich mega. Packt mal. Oder vielleicht führen sogar alle zum gleichen Weg. Das kann vielleicht auch wieder möglich sein. Dass du jetzt sagst, okay, passt, du hast wieder den Weg und dann wieder den anderen Weg. Okay. Hat man da jetzt gerade was anvisiert? Sehr, sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Der hat mir da was anvisiert. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da ist was anvisiert worden. Das kann alles hassen. Das kann, könnte jetzt wirklich alles hassen. Sieht's aus. Kommst du mal bitte oben? Ja, Gott sei Dank. Ja, wichtig, 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 wichtig. Ich könnte schon relativ gut vermuten, es geht in die gleiche Richtung. Ja, könnte schon sehr, sehr gut möglich sein. Das ist halt besser, wir lassen sich lieber ein bisschen absichern, schauen, geht durch, machen, dieses, jenes. Und dann sind wir wenigstens am richtigen Moment. Ah, ey. Das Einzige, was geschissen ist, dass es gleich zwei sind. Aber durch. Achso, das ist der eine da. Okay, ich verstehe schon. Ja, obwohl, so viel Unterschied macht das jetzt aber nicht so wichtig aus. Persönlich. 35% habe ich mir dann doch irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Wichtig. So, was ist mit Ehren? Ich glaube, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Muss ich ganz ehrlich gestehen, haben wir irgendwie mehr so einen kleinen geheimen Boss erwartet oder irgendwas in der Richtung. Aber Vollgas. Weißt du, du hast da so einen größeren Bereich. Es ist viel zu ruhig. Da kannst du sogar was einsammeln. Nee. Da passt nie was. Da kann was nicht zusammenpassen. Dann passt was nicht. Dann passt was dann überhaupt nicht. Wichtig und richtig. Oh. Der Wappler. Really. Geh. Aber dennoch, Alter. Ich denke mal, da muss es jetzt ernsthaft sein. Ich habe keine Verwandlung mehr wieder drauf. Aber drauf geschissen. Der gibt wenigstens. Der gibt ordentlich. Der ist brav. Der ist echt brav. Der gönnt. Der gönnt wenigstens ein bisschen. Ich glaube, das ist die gleiche Höhle. Wie nett. Another Buddha. Gleich zwei von denen, das ist super. What a prank. Scores of hail.
jetzt mal was sich. Na, gar nicht einmal. Interessant, hätten wir doch gehabt, da kommen wir auf. Aber wurscht, wohnen sich die zwei. Die haben sich jetzt da auch gehabt, Alter. Deine Abschie ist eh dabei. Das soll jetzt gar nicht scheiße gehen, was? Fix. Die haben sich fix da gehabt, so ja, jetzt bin ich eh zu zweit, jetzt soll ich scheiße gehen. Jetzt kriege ich die doppelte Dosis. Mit Absicht. Jetzt kriege ich mit Absicht die doppelte Dosis. So, abwarten. Und los. Oh ja, denke mal, denke mal. Naja, aber ich würde wenigstens auf die Kopf nichts bin. Das wäre auch nicht schlecht. Habe ich so gehört von einem Freund. Ja, super. Alter, mit Geisteskern, oder weißt du, was man mal wieder alles machen könnte mit dem ganzen Pistendeppert. Achso, nee. Das ist doch gar nicht mal das eine, was ich mir gedacht habe. Ist aber eh leerend. Ist aber eh leerend, wenn das nicht das Wegerl ist. Ist gut. Ich werde mir das jetzt aber trotzdem jetzt kurz zunutze machen. Geh zum Bonfire, tu alles wieder resetten und dann gehen wir den Weg wieder entlang. Nicht zwar jetzt eins den gleichen Weg, aber schon mal die Richtung, wo wir jetzt vorher waren. Würde ich jetzt gleich nochmal gehen wollen. Einfach nur, damit ich quasi auch noch ein paar Punkte zusammenkriege. Aber dieses Stahlding, ich glaube, das kommt jetzt viel, viel später. Ich glaube, da werde ich noch relativ lange dran sitzen. Ja, allein schon kühlen Stahl. Geistessenz brauchen wir eh sowieso noch eine Menge. Kapitel 4. Ich rechne mit Kapitel 4. Kapitel 4, vielleicht sogar maximal Kapitel 5. Aber in Kapitel 5 erwarte ich mir, dass ich high-end bin. Da erwarte ich mich, dass ich definitiv auf high-end bin, oder? Bei Kapitel 5. So, da haben wir gleich den nächsten Wappler. Weißt du, ich tue gleich sicher jetzt aber auch missieren. Dann tue ich mir wenigstens die einfache. Mit der Körpersucherei. Wenn ich wenigstens gleich den einen oder anderen mehr mache. Mache die meisten Figuren, mache ich sowieso eigentlich nur mehr wegen der Geistessenz. Das ist dann auch sehr, sehr praktisch. Weil hier, das ist mal wieder an seinem Ort, da kannst du richtig schön farmen gehen. Also wirklich wahnsinnig gut farmen. Das ist mega, das ist super. Das ist richtig geil, du gehst da so durch, wieder Geistessenz. Wenn du wirklich sagst, hörst du, du brauchst wirklich die 45.000, ist es, glaube ich, wirklich fast der perfekte Bereich, wo man am besten spielen sollte. Geh weg von ihm, geh weg. Scheiß auf ihn. Geh auf ihm, scheiß. Wichtig. Und da kann man sich gut gönnen. Ja, drei Stufenaufstiege sind aber natürlich auch schwer erlangt mittlerweile. Wenn du jetzt schon mittlerweile schon 55 bist, da geht's schwer aus weiter. Oh, das war ein guter Angriff. Oh, das war ein sehr, sehr guter Angriff. Na, beste Part. Oh, weh. Der war mega, der Angriff. Der war mega. Dass es zweimal geht, weil ich wieder glaube, dass es nicht funktioniert. Das wäre zu viel des Guten. Das wäre definitiv zu viel des Guten. Da kann ich wenigstens selber hoch. Ja, na sicher geht es aus. Gleich mit Level Up und alles drin und dran. Na sicher, da hier werden wir einen Tschüss. So scheiße wie ein Wappler. Da haben wir gleich wieder den nächsten. Da und da. Gleich Double Grenadation. Naja. Aha. Das Wolkentritt manchmal ärgert mich ab und zu. Der will ab und zu nicht. Der scheißt mir nur eine, der Wolkentritt. Und tschüss. Oh, hab ich wenigstens sogar eine kleine Heilung von dem Krieg. Na, wie lieb. Ja, schaut wenigstens auf mich, dass ich alles habe. Der schaut wenigstens drauf. Ein Wahnsinn. Ui. Ich geh schon wieder rumfuchteln. Ah, Wahnsinn. Rio, bist du eigentlich überhaupt noch am Start oder bist du schon weg?
frag mich sicherheitshalber wegen Audio-Sound, ob irgendwie, ob eh noch alles passt. Weil man kann ja nicht wissen. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Das mit der Markierung da schon ein bisschen sehr verdächtig aus. Sehr, sehr verdächtig. Passt. Hustigi. Sehr schön, dass du noch da bist. Das wird ein Bossfight. Das wird 100% wieder einmal ein Bossfight. Ach du Scheiße. Oh, und da bin ich jetzt. Die Fledermaus nur in groß. Alles klar. Wenn wir mehr Büsteppel, gehen wir zwei Kippgräser. Richtig geil. Packt mal. Aber wir sind jetzt aber mit denen hier. Das ist eh klar. Klassiker. Boah, Wind. Ja, das Einzige, was vielleicht sein kann, ist Windschnitt. Dass das mir ein bisschen triggern wird. Immer dieser Windschnitt. Haltet aber eben die Winde immer viel aus. Was nicht. Ist eigentlich quasi nur wie der große, also der kleine. Nur dass er ein bisschen mehr fliegt. Nur dass er ein bisschen mehr durch die Gegend fliegt. Oh ja, der Angriff war wichtig. Der Angriff war mega wichtig. Das war so ein richtiger Angriff fürs Ego. Das war ein richtig schöner Angriff fürs Ego. Kleine Mini-Armee, ja moin. Oh, das geht sich aber nie leben aus. Schade. Schade. Der ist einfach viel zu viel in der Luft. Die können ihn trotzdem relativ gut geben. Die können ihn relativ gut geben trotzdem. Das ist mir super. Das ist mir super. Da haben wir sie wieder was erspart. Da haben wir sie wieder fix was erspart. Scheiße. Ich hab ihn trotzdem erwischt. Mega. Sehr gut. Hätte ich meinen jetzt nicht erwartet, dass ich ihn erwischt. Okay. Und tschüss. One-Shot oder was will der von mir? Geh. Geh weiter. Und komm wieder. Und wieder nach da. Abwarten. Vielleicht ist er so deppert und macht sie selber mal. Ich find, was ich eigentlich so arg finde ist, oder wir haben jetzt in Kapitel 3 viele Gegner, die was sich verpisst haben. Wir haben megamäßig viele Gegner gehabt bis jetzt. Arg eigentlich. Hätte ich mir nicht erwartet. Snake General has passed on. The once mighty generals, now tortured and shattered. His teardrop holds great power. Take it, as his thanks to you. Mm. Muss jetzt aber einsammeln gehen, oder? Na, denke mal. Muss mir jetzt fix noch holen gehen. Aber sonst ist da eh nichts, glaube ich. Ah, schaut gut aus. Ja, schon eh gut. Also holen wir sich die Träne. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was ich mit der Träne machen kann. Anscheinend was sehr, sehr Wichtiges. Und da sind wir dann eh auch raufgegangen. Das passt dann eh. Weil dann kann ich wenigstens meinen Standardweg dann wieder gehen. Da kann ich einfach meinen Standardweg gehen und dann passt das schon. Fix. Ich hoffe nur, dass ich die Träne sehe. Oder dass sie das... Kann aber auch sein, dass sie es mit Absicht dort platziert haben, weil der ja quasi noch so ein Nebenboss ist. Also den, was wir schon erledigt haben. Außer der hat sich die Träne schon gegönnt. Dann bin ich natürlich dezent in Arsch daheim. Ich hoffe, so ein 31er ist einmal hoffentlich nicht. Aber der hat fix jetzt gehabt. Achso, nee, dann ist... Okay, macht keinen Sinn. Ich denke mir nur so, ist die wirklich da platziert? Ich bin mir nicht sicher. Oder die wirklich da vorhin gelassen.
Schildkröntränen. Zeig einmal her. Kann man da vielleicht wieder irgendwie was machen? Na, das ist dann wieder. Mhm. Bei vollem Leben stellt die Verwendung der Gurte eine moderate Menge. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ja, fühle ich. Fühle ich. Fühle ich. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Nur ein scheiß Sieger in dem System. Wenn ich mich schon heilen will. Wenn ich mich schon heilen will, dann will ich mich auch heilen und nicht volles Leben noch supporten. Das ist dann. Da schaue ich lieber, dass ich geheilt bin. Da schaue ich viel lieber, dass ich geheilt bin. Ich bin lieber geheilt, als wie. Es kommt aber noch irgendein Plätzchen dabei raus. Ja, ab und zu kann es dann wieder sein, dass einmal unabsichtlich doppelte L1 drückst. Das ist schon klar, das kann schon passieren. Das ist definitiv. Das kann auf alle Fälle passieren. Einfach doppelt L1 drücken, dann hast du auch in dem Fall wieder Mana. Es kommt halt wirklich sehr, sehr stark drauf an, auf die jeweilige Situation. Weil so viel Leben kriegst du jetzt auch wieder nicht zurück. Es könnte schon sein, dass du dann quasi vielleicht gar kein Leben mehr hast. Also gar kein Tranken mehr hast, wenn du das dann so verbrauchst. Also es hat natürlich mal wieder Vor- und Nachteile. Dass sich wieder auszahlt oder nicht auszahlt. Wie man es halt natürlich auch sehen möchte. Irgendeiner wird schon stehen bleiben. Wahrscheinlich renne ich zu irgendeinem zu, der was sich noch bewegt. Na 100%. Ja, der braucht. Na, nicht er, nicht er. Ja, moin, Chillerin! So, grüß dich, alles klar, Palette, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Was tut du so? Wie geht's, wie steht's? Spielst du auch Wukong? Oder was spielst du gerade aktuell? Oder bist du noch immer mit Elden Ring beschäftigt? Oder hast du ja auch eine Zeit lang gespielt gehabt? Bisschen schwieriger. Wer weiß, ob da noch irgendwo ein Leder dabei ist. Fix. Einfach fix. Da gibt es immer irgendeine Plätze. Wie schaut es damit aus? Ich hab ein bisschen Wäschers. Wackere. Ah, mega. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann hast du eh so einiges für dich. Hast du schon, dass der DLC startet? Oder bist du doch immer beim Hauptgame? Aber Wukong kann ich da auch empfehlen. Nach Elden Ring, Wukong oder so. Ich muss einfach aufpassen. Ja, verwandelt dich, ist besser. Ja, da überlebe ich wenigstens irgendwie. Weil der ist schon. Wenn ich so einen Gegner vor mir habe, ich weiß nicht, ob ich den als Boss besiegen kann. Weil der ist so zu random. Ah, also ein bisschen was auf chillig angeht, oder was? Gestern ist einfach ein bisschen chillig an Elden Ring, ist auch okay. Beziehungsweise dauert halt einfach. Ja, ist kein Thema, dauert halt einfach. Einfach trotzdem Respekt, dass du es wenigstens probierst, Elden Ring. Ist cool. Wie viele Stunden hast du jetzt schon investiert? Ah, okay. Ja, okay, wenn du nicht für einen PC bist, ist es natürlich dann auch wieder was. Aber manchmal hat man halt einfach diese Phasen, wo man mal mehr, mal weniger zocken kann. Das kenne ich auch zu gut. Entweder arbeitstechnisch oder einfach kein Bock. Oder vielleicht einfach andere Probleme. Man weiß ja nie. Oh, oh. Aber aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, Digga. Es kennt natürlich mal wieder irgendwann einen Klassiker geben. Es kennt mal wieder irgendwann einen Klassiker geben. 100%. Bin gespannt, ob der Kleine die ganze Zeit dabei bleibt. Es wäre so lustig. Irgendwie würde ich es feiern, wenn er die ganze Zeit da bleiben würde. Der Kleine besser. Ob man den vielleicht sogar noch verstärken kann und irgendwas in der Richtung. Bist du deppert? Okay, 82 Stunden. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Da topst du halt einfach quasi mit den ganzen kleinen NPCs aus. Ja, ist auch nicht schlecht, ist auch gut. So mega. Was für ein Level hast du denn eigentlich dann bei Elden Ring, wenn du schon 82 Stunden gespielt hast?
Naja, safe, das kann ich mir ja. Achso, du meinst wahrscheinlich mit dem erst einen Boss, einen großen Boss oder einen Dungeon-Boss? Das würde mich dann auch interessieren, weil das macht schon einen großen Unterschied. Meiner Meinung nach, das macht einen großen Unterschied aus. Entweder ein Dungeon-Boss oder einer der Hauptbosse. Bist du deppert, der einer der stärksten? Na, Alter, warum sagst du es nicht gleich, Alter? Bist du eine Zerlegerin, oder? Die zerlegt die ganze Hütte, Alter. Bist du deppert. Nicht schlecht, sagst du gleich, Alter, dass du einer der stärksten Gegner besiegt hast. Aber Wahnsinn, Alter. Ich denke mal, erster Boss. Ja, vielleicht ein Dungeon, kleiner Gegner oder irgendwas in der Richtung. Vielleicht zu den Knochentypen. Boom! Boom! Nur 7 Versuche, da hast du meinen größten Respekt. Das ist wirklich mein größter Respekt, Alter. Nur 7 Versuche, nicht schlecht. Ja, sicher, ist eh klar, ist eh klar. Ja, definitiv mein größter Respekt. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Top. Wie weit hast du eigentlich?